Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ole, das ist Norm und ihr seid bei Fakta. Wir haben für euch jetzt ganz viele fantastische, verrückte Fakten, diesmal zum Thema Koalitionsvertrag. What the fuck? Jetzt ist es endlich soweit, ein Anker für Deutschland. Der Vertrag für Schwarz-Rot steht. Wochenlange Verhandlungen, schlecht gelaunte Politiker und jede Menge Kompromisse, aber jetzt gibt's ein Ergebnis. In 8 Kapiteln und auf 185 Seiten gibt's jetzt schwarz auf weiß die schwarz-roten Pläne für eine gemeinsame Regierung. Aber was ändert sich jetzt eigentlich für uns konkret dabei? Keine Ahnung. Fakt 1. Fakt ist, es gibt keine Ehe für homosexuelle Partner. Aber der homosexuelle Partner kann das adoptierte Kind seines homosexuellen Partners ebenfalls adoptieren. Ja, es war ganz wichtig, dass die homosexuell sind. Fakt 2. Wer zum Beispiel mit einem deutschen und einem türkischen Pass aufwächst, der musste sich bisher in Deutschland bis zum 23. Lebensjahr entscheiden für einen Pass. In Zukunft wird sich das ändern, die Entscheidungspflicht fällt weg. Fakt 3. Offiziell haben SPD und Union beschlossen, nächstes Jahr das Mautgesetz zu verabschieden. Dabei sollen deutsche Autofahrer verschont bleiben, aber das EU-Diskriminierungsgesetz auch nicht verletzt werden. Klingt nach einer Zwickmühle, wir werden nächstes Jahr mehr erfahren. Fakt 4. Das Urheberrecht soll fit gemacht werden. Internetplattformen und Filehoster, zum Beispiel RapidShare, sollen stärker verantwortlich gemacht werden. Im Klartext bedeutet das, sie haften für ihre Kunden und dürfen keine Werbeeinnahmen mehr bekommen. Bei Raubkopien bleibt der Vertrag irgendwie vage. Europäische und internationale Vereinbarungen sollen eingehalten werden, aber welche sind das genau? Das wird nicht erklärt. Ach ja, und der Breitbandausbau wird auch mal wieder versprochen, also schnelles Internet für alle. Dafür planen die beiden Parteien 1 Milliarde Euro ein. Fakt 5. Mindestlohn ahoi, ab Januar 2015 kriegt jeder Arbeitnehmer mindestens 8,50 Euro pro Stunde brutto. Ja, das geht übrigens aber nicht für die Praktikanten und Azubis. Fakt 6. Union und SPD wollen auf Steuererhöhungen verzichten. Und ab 2015 sollen auch keine neuen Schulden mehr gemacht werden. Fakt 7. Die Mietpreisbremse kommt. Das heißt, ein neuer Mieter darf nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Miete bezahlen. Außerdem muss ab jetzt derjenige den Makler bezahlen, der den Makler beauftragt hat. Fakt 8. Die Koalition will Internet made in Germany. Das heißt, sie sind für das Schlandnetz. Das wiederum heißt, sie sind für ein eigenes Bundesnetz, über das die Daten dann verschickt werden. Also nicht mehr über ausländische Datenautobahnen. In erster Linie will die Koalition Datenpakete also nicht mehr nur über die USA leiten, sondern vermehrt auch durch Europa. Aber die Vorratsdatenspeicherung kommt wieder. Das heißt, Telekommunikationsunternehmen wie zum Beispiel euer Handynetzanbieter sollen in Zukunft eure Daten speichern, damit Ermittler für die Aufklärung von Verbrechen darauf zugreifen können. Und ein Gruß an die NSA. Es soll auch ein No-Spy-Abkommen geben, was die einzelnen Bürger schützt. Yeah! Fakt 9. Asylbewerber dürfen eigentlich die Region nicht verlassen, in der sie untergebracht sind. Das Gesetz wird allerdings jetzt gelockert. Und zwar können sie sich jetzt im ganzen Bundesland aufhalten. Ja, das galt eigentlich schon für ganz Deutschland bis auf Sachsen und Bayern. Ja, jetzt kann man auch in Bayern sich richtig austoben. Die in Berlin sind, die haben halt ein bisschen Pech, ist kleiner halt. Asylbewerber und Geduldete dürfen nach 3 Monaten arbeiten. Bisher sind es ja 9 Monate. Neu ist die Sache mit der Aufenthaltsgenehmigung. Wer schon länger geduldet in Deutschland lebt, erhält so eine. Aber das nur, wenn er sich selbst finanzieren kann. Fakt 10. Ein Klimaschutzgesetz soll es nicht geben. Aber der Anteil an erneuerbaren Energien soll bis 2025 auf bis zu 45% steigen. Wow. Fakt 11. Die Bundesregierung entscheidet weiterhin über die Rüstungsexporte. Allerdings soll der Bundestag jetzt noch schneller über die Exporte informiert werden. Drohnen soll es auch geben. Aber nur zu Aufklärungszwecken. Rechtsfreie Tötungen lehnen beide Parteien ab. Bonusfakt. So wie es aussieht, ist noch nicht aller Tage Abend, wa? Fix ist noch nichts. Ja, der Vertrag ist zwar unterschrieben, aber ob er wirklich umgesetzt wird, das bestimmt ein kleiner Parteitag der Union und die SPD-Basis. Die müssen nämlich noch darüber abstimmen. Damit bestimmen sie eigentlich auch, ob es überhaupt eine große Koalition geben wird. Was haltet ihr denn davon? Große Koalition? Ja oder nein? Und was wünscht ihr euch noch im Vertrag? Schreibt's in die Kommis. Kommentare. Da unten. Nicht oben. Unten. Unten. Unten.